Da darf natürlich der Gepäckschuppen nicht fehlen. Und die kriegen mal wieder Shinkansen-Bahnhof. So, Stationsschild. Anfang und Ende. So, jetzt können wir ja planieren, wie wir lustig sind. Gut, das ist natürlich auch intelligent gebaut, das direkt hier hinzustellen. Das müsste eigentlich noch eins weiter nach hinten. Ah, mittelmäßige Bewertung. Eins, zwei, drei, vier. Zack. So. So, wie mache ich das hier? Hier muss ich erstmal planieren, damit ich hier das für die Signale bauen kann, den Übergang. Da muckt die Stadtverwaltung doch bestimmt schon auf, hä? Furchtbar, ja gut, ist mir jetzt aber egal, weil... wir ja schon jetzt hier alles haben. Wie weit geht denn hier ein Tunnel eigentlich? So weit will ich nicht. Bis hier fände ich noch in Ordnung. Aber weiter... dann lieber nicht. Das ist, glaube ich, aber ich kann ja auch nicht mehr abreißen, ne? Weil dann hier oben die Straße im Weg ist. Wenn die weg wäre... ich habe ja immer gesagt, ich will ja so wenig terraformen und planieren, wie es geht, aber... an solchen Stellen geht das halt mal nicht anders. Da muss man ja ganz schön in... reingraben. Ach, ich muss natürlich irgendwie unten rauskommen, dann muss ich irgendwie noch die Kurve... ne, und so, ihr wisst das. Haben jetzt die eigentlich jetzt mal Plus gemacht, die Wertsachen. Der macht Plus hier. Wie viel hat der? Eine halbe Million? Oh, sogar eine Dreiviertelmillion. Krank. So, wie weit geht der Tunnel jetzt? Das ist immer noch recht viel. Na gut, das ist auch nur unwesentlich kürzer, aber... immerhin kommen wir da jetzt mal hier einfach weg. Kohlebergwerk schließt. Na gut, so ein Tunnel hat auch einen Vorteil, weil ja automatisch da drin diese Dreierabstandsregel eingehalten wird, dass man danach direkt absenken kann. So, jetzt hier eine Kurve rum, am Kraftwerk vorbei und dann, denke ich mal, haben wir hier den Anfang schon mal gemacht. Ich mache das anders. Auch wenn das wieder hier massiv planieren bedeutet. Oh, danke.
Oh, da wird irgendwas neu gebaut. Oh, Kohlebergwerk. Ich würde nämlich gern direkt hier schon runterkommen. Dann hier, ich werde es aber nur in die Richtung nach Kauai anbinden, weil hier runter ist, glaube ich, vollkommen uninteressant für die Strecke. Es sei denn, der Kaiser legt ein Veto ein, aber er hat eigentlich gesagt, das ist in Ordnung so. Fabrik schließt. Ich sehe da zwar ein Bahngleis in der Nähe, aber das dürfte uns jetzt nicht betreffen. Furumachi betrifft uns auch nicht. Genau, jetzt sollte ich doch einigermaßen gut hier rumkommen. Das Kraftwerk hier, das ist eh vollkommen egal. Genau, dann geht das hier hoch. Hier wieder ein bisschen planiert und dann fertig. Mal schnell die Signalanlagen fertig bauen. Und dann kann eigentlich hier erstmal schon der Betrieb aufgenommen werden auf dem Streckenabschnitt. Erstmal nur so einen langsam machen wie den hier. Kohlebergwerk schließt. Nee, betrifft uns nicht. Wo ist denn das schon wieder hier? Ach, die haben auch Postwagen. Post müsste man eigentlich auch mal irgendwie. Warum ist das nicht der, den wir vorhin schon hatten? Der wird alt hier. Achso, der hat noch ein bisschen. Hier sieht ein bisschen anders aus. Okay. Dann kann hier erstmal der Betrieb. Jetzt ist die Frage, fährt er direkt nach Kauai durch? Oder fährt er bloß bis Kogi Zentrum? Oh, in Shimano sind aber viele Leute unterwegs. Wir lassen ihn erstmal bloß bis Kogi fahren, weil das so ein langsamer Zug ist. Das ist erstmal nur, damit hier so ein bisschen die Versorgung für die Stadt gewährleistet werden kann. Wow, jetzt habe ich schon 1 Stunde 40 aufgenommen. Marathon-Aufnahme sozusagen. Oh, Zug hat sich verirrt. Oh. Jetzt aber. Und dann müssen wir gucken, wie man hier einfach. Ich
hier mal so Richtung Aiwama kommen und das dann hier bei Shimahara anbinden und dann diese ganzen anderen Städte da noch mit mit anschließen. Aber hier können sie jetzt erstmal wenigstens überhaupt mal hier die Leute annehmen. So, wie sieht es aus mit unseren Wertsachen? Machen die Gewinn? Oh, nicht wirklich. Viehtransporter auch nur im Minus. Stahl. Shinkansen. Ja, das sieht alles so schlecht aus hier. Alle Minus, Minus, Minus. Passagierzüge, die reißen es da raus. Und auch die Holzzüge. Und ansonsten Minus. Oh. Wäre das hier ein reales Wirtschaftsunternehmen, hätten wir wahrscheinlich den Kohlezweig, Eisenerzzweig, Getreidezweig und so schon längst wieder verkauft. Und würden nur noch Flugzeuge, also ja, Flugbetrieb aufnehmen. Jetzt hinternehmen die Vorfahrt hier, das ist natürlich auch ärgerlich. Aber gut, ja, wir haben wieder einiges geschafft. Wir gucken mal final. Wo jetzt? Hier ist immer noch so viel drin. Vielleicht kommt dann hier doch irgendwann mal eine Brücke. Was macht unser Getreide? Da können wir wahrscheinlich nochmal nachlegen an Fahrzeugen. Was haben die Flugzeuge mit die 300 Millionen Grenze geknackt? Boah. Wahnsinn. Na gut. Takatsaki hier, die können jetzt, konnten jetzt ein bisschen wechseln. Finden mich nur noch mittelmäßig. Das finde ich aber doof. Weil ich jetzt deren Insel hier kaputt gemacht habe. Deren Insel-Idyll oder was? Na, egal. Und jetzt ein Hovercraft. Total realistisch, ne? Also, naja, gut, egal. Ja, das war's erstmal von hier aus Takatsaki. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Macht's gut, auf Wiedersehen und bleibt friedlich. Tschüss!